Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück auf Octria. Hallo Hühner. Gott, seid ihr viele Hühner. Das ist toll, das freut mich. Ich kann man dann eigentlich auch mal vermehren, aber wir brauchen ja erstmal unser ganzes Zeug, um einfach alles hier mal anpflanzen zu können. So, jetzt nehmen wir mal hier die kleinen Bäume weg, machen uns ein bisschen Platz, bringen unsere ganzen Sachen mal da hinten in die Ecke. Ich würde jetzt die Werkstatt noch nicht anfangen zu bauen. Ich weiß nämlich noch gar nicht, wie die aussehen soll. Also es wäre... Vielleicht doch? Moment. Also ich hätte es gern so ein bisschen offen. Also wenn dann so wie hier vielleicht. Vielleicht kann man ein Flachdach machen. Einfach nur so ein kleines Ding. Wo man dann eben Öfen reinstellt und so. Oder doch ein Haus? Oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall auch in diesem Stil. Vielleicht können wir da doch schon mit anfangen und den See nebenher machen. Das wäre doch auch eine Maßnahme. Wir können eigentlich auch erstmal zum Spawn gehen. Das fände ich auch eine gute Sache. Und mal hier alles, was 64 ist, nehmen wir mal mit. Weil das können wir nämlich schön mal in Coins eintauschen. Was ist denn das? Schwarzeiche, Schwarzeiche, Eiche. Das packen wir mal alles jetzt hier aus. Das nehmen wir nicht mit. Und das ist alles Holz. Das lassen wir auch hier. Okay. Okay. Die Birke lassen wir hier, weil das brauchen wir auf jeden Fall noch. Ah, guck mal, hier haben wir Brote. Ja, und alles andere, Zuckerrohr haben wir natürlich jetzt auch schon einiges, aber das können wir so jetzt noch nicht mitnehmen. Da haben wir auch 7, das muss unbedingt sortiert werden. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch erstmal zum Spawn und tauschen mal eben schnell unsere Sachen ein. Hier ist es anders. Das sieht hier ja ganz anders aus. Okay. Hallo. Okay. Ganz viele Leute hier. Hanna, hallo Hanna, mein Kondo und ich. Okay, das hat sich hier geändert. Aber sonst ist, glaube ich, alles relativ gleich geblieben. Ja. Eintauschen wir jetzt da hinten, ne? Das kann ich mir noch nicht so hundertprozentig merken, aber ich glaube, es war, eintauschen wir mal ganz hier hinten. Ja, also Feldfrüchte. Tierprodukte, Holz. Holz, da sind wir richtig. So, Eichenholz. Dann haben wir Fichte. Ich weiß gar nicht, ob ich es... Nee, das geht nicht. Fichte. Ui, was habe ich gekriegt? Beste Waren. Belohnung wurde ausgeliefert. Es gab auf jeden Fall Coins. Ich gehe mal so von 2 aus. Ach, hier kann ich jetzt doch alles reinlegen. Eben gerade ging das nicht. Na gut. So. Guckt euch das an. 24 Coins. Das ist doch echt cool. So, jetzt müssen wir ganz nach hinten durchlaufen, denn ich hätte gerne ein bisschen Sand. Sand. Und Sand kriege ich bei, nicht beim Dreckspatz, sondern eins weiter, bei den verschiedenen Sachen. Hier. Ha, habe ich mir gut gemerkt. Dann nehmen wir uns mal 10, ich würde sagen 15 Sand mit und 15 Coins behalten wir mal. Das sollte reichen. Was haben wir denn hier noch? Das ist roter Sand. Nee, roter Sand nicht. Nein, wir machen nur Sand und Erde, würde ich sagen, ne? So, dann gehen wir zurück. So, dann als nächstes würde ich dann tatsächlich mein Schaf oder sowas wahrscheinlich kaufen. Coins da. 27 Coins haben wir jetzt. Okay.
Das ist viel. Da liegt ein Apfel. Den nehmen wir noch mit. So. Ah, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir? Oh. Was machen wir als erstes? Fangen wir jetzt hier mit dem See an oder lassen wir den erstmal und fangen mit der Werkstatt an? Die Werkstatt ist ja auch wichtig, ne? Das geht mit... Moment mal, das geht, glaube ich, mit der Spitzhacke. Besser, die Schalkerkisten abzubauen, ja. Und da bleibt ja das Zeug so schön drin, das finde ich so toll. Okay, die bringen wir nach hinten. Die können wir da erstmal abstellen wieder. So, halt die Werkbank. Die packen wir hier hin. Dann haben wir ja noch die Malkondo-Kiste. Da ist nicht so viel drin. Oh, Kekse! Krass. Ah ja, und Brot. Gut, die stelle ich mal erstmal hier hin. Die kriegt dann noch einen eigenen Platz dann im Lager. So. Jetzt heißt das Zeug mitkriegen. Mal gucken, wie viel. Nein, ich wollte doch nicht, dass das da hinfällt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass... dass ich weitestgehend die abbaue, die leer ist. Okay. Ach, schnell beeilen, bevor da irgendwas despawnt. Wir brauchen das ganze Zeug. Und zwar wirklich alles. Okay. Habe ich alles? Ja. So, dann haben wir von da schon mal alles weg. Die stellen wir jetzt einfach mal hier hin. Packen da mal alles rein. Ist momentan alles sehr unsortiert. Das sortieren wir dann, sobald wir im Lager anfangen. Okay. Jetzt die Frage. Die Werkstatt. Machen wir die größer? Tun wir den nochmal umsetzen? Und bauen hier ein ordentliches Häuschen hin? Ja. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee. So, wir machen uns hier mal Platz. Ich würde gerne... Ja, bis hierher vielleicht? Ja. Ja, genau. So, dann machen wir den auch mal wieder weg hier. Erstmal. Wo habe ich denn den Eimer? Den habe ich doch gerade eben gesehen gehabt. Da ist er. Dann können wir uns nämlich hier schön die Lava wieder rausnehmen. Huch! Okay. Lava... haben wir wieder. Achso, das Wasser, ja, das können wir zubauen. Das ist jetzt hier egal. Das bauen wir einfach zu. Und den bauen wir dann wieder neu auf. So. Ah, kaputt. Okay. Zack, zack, zack. Das alles auspacken. Dann nehmen wir uns Holz. Also ganz normales Holz hätte ich gerne. Genau das hier. Aber da brauche ich mehr. Ich hatte doch nur irgendwo... Genau, wir nehmen erstmal das, was da rumliegt. Eigentlich noch müssen wir dann noch ein Stück weiter abbauen. Irgendwo Werkzeug? Nee. Nee, ich habe gar keine Dings mehr. Gar keine Spitzhacke mehr. Da. Aber Stein habe ich doch noch bestimmt irgendwo. Werkbank? Ich habe hier keine Werkbank stehen. So, also ich glaube, eine Werkstatt ist wirklich erstmal total wichtig.
dass wir hier so ein bisschen Struktur reinkriegen. Okay, das weg und dann gehen wir bis hier vorne vor. Ich glaube, dass wir dann genug Platz haben, oder? Also ich denke, ich würde... Obwohl, das ist zu weit. Nein, wir machen bis hierher. Und dann kann man ja vielleicht nochmal so ein klein offeneres Ding machen. Das überdachen und da den Kurbelgenerator reinbauen. Ah, ja. Irgendwie so in die Richtung. So. Ja, und dann hier draußen den Kurbelgenerator hin. Ja. Und da einfach so mit Zäunen dann so einen kleinen Unterstand machen. Okay. Ja, das gefällt mir. Das machen wir. Das Ganze machen wir auch 4 hoch, weil eine Werkstatt muss ja schon ein bisschen hoch sein auch. 3 ist da einfach zu wenig. Ah. Und da mache ich jetzt auch einfach nur so ein Flachdach drauf. Nehmen wir wieder die Steinstufen, machen ein Flachdach drauf. Hier noch irgendwie Zäune hin. So als Deko. Gucken wir gleich mal. Da ist keiner mehr, keiner mehr. Auch keiner, keiner. Da auch nichts. Nein, da muss ich neu machen. Okay. Bald, warte mal, wenn ich da sowieso oben bin, kann ich doch eigentlich... gleich schon mal Steine mitnehmen. Da können wir schon mal wieder neu brennen. Haben wir irgendwo die Kohle? Wo habe ich denn die Kohle hingepackt? Da. So. Wieder ein Erfolg. Okay, aber wir haben keine Kohle mehr. Das heißt, wir sollten erstmal ein bisschen Kohle machen. Haben wir denn noch? Ja, haben wir noch da. Nehmen wir das und verbrennen hier erstmal die Setzlinge. So. Oh. Ach, Manu. So, Stufen haben wir da auch noch ein paar. Nehmen wir mit. Gut, und dann können wir da hoch. Und hier gehen wir dann rüber. Also hier auf jeden Fall eins nach vorne. Da gucken wir mal, ob da vielleicht 2 oder so besser aussehen später. Aber das können wir dann von unten machen. Das ist, müssen wir jetzt hier nicht von oben machen. Ach Mensch. So. Ach, das ist jetzt ja hier genau dran dann, ne? Ja, das macht nichts. Das ist schon okay. Hauptsache, man kommt unten noch durch. Ich will eigentlich, dass man um alle Gebäude einmal umzulaufen kann. So. Gehen wir jetzt erstmal die Sachen da aufheben. Ja, hier nach vorne muss auf jeden Fall eins mehr. Auf jeden Fall, das sieht sonst ein bisschen blöd aus. So, und hier wird, da geht es ja dann auch nochmal weiter nach draußen, wenn wir da den Generator unterbauen. So, da brauchen wir neue.
Kohle reinmachen. Dann können wir da die reinmachen. So, nimmt das Ganze hier ja schon Gestalt an. Ich würde da noch gerne Fenster reinmachen. Und zwar so hier oben. Aber da müssen wir nochmal schauen, ob wir das wirklich machen. Weil die Öfen ja hoch sollen. Also halt übereinander gestellt werden sollen. Jetzt brauchen wir aber erstmal Zaun. Zaun hatte ich doch irgendwo auch noch einen. Nur einen? Da, zwei. Naja, zwei ist auch nicht wirklich viel. Dann machen wir uns noch welche. So. Jetzt ist die Frage, wohin mit dem Zaun hier dran? Oder ich hier... Oder eben hier vor. Davor sieht schöner aus, ne? Hier, das sieht schöner aus. Ja, das gefällt mir besser. Das nehmen wir so. So. Ja. Ja, und dann hätten wir hier ja noch, dass wir den Koppelgenerator, den bauen wir einfach hier ran. Und überdachen den dann auch nochmal. Das fände ich ganz okay. So, Licht brauchen wir da drinnen noch. Ja, wir haben hier mega viel Licht rumstehen. Das nehmen wir einfach mal mit. Und packen das einmal dahin und einmal dahin. Ja, dann die Öfen umbauen. Und die Werkbank nehmen wir schon mit. Die Öfen können dann hier. Ja. Können wir 8 Öfen hinstellen und dann hier eine Kiste und da eine Kiste. Ich weiß, kann man Schalkerkisten stapeln. Das wäre dann ja auch nicht so schlecht. Die kann man bestimmt stapeln. Die gehen ja nach oben auf, aber wenn die nach vorne aufgehen, kann man die mit Sicherheit stapeln. Aber das weiß ich nicht genau, da müsste man mal schauen. So, und hier machen wir unsere Werkbank hin. Öfen-Werkbank und hier dann einfach noch Truhen. Ja, okay. So machen wir es. Die gehen ja nach oben auf, also wird man die nach oben hin nicht stapeln können. Aber nach vorne, die kann man so als Schubfächer, könnte man die nutzen. Jetzt muss ich die mal eben... Die nehmen wir erstmal alle mit. Und dann müsste ich mal testen, was kann ich auf die draufbauen? Geht da überhaupt irgendwas? So. Rosa. Blau. Rosa. Blau. Gut, jetzt gehen die nämlich nach vorne auf. Ich würde da ganz gerne eigentlich Wolle drüber packen. Was später so als Werktisch... Könnte man die dann nehmen? Ja, ich habe natürlich jetzt nichts zum Testen, obwohl ich könnte da hinten mal ein Stück Wolle holen. Ich habe hier keins mehr, ne? Nee, hat auch keins. Nein, also holen wir uns ein Stück Wolle. Und testen das Ganze mal, ob das dann auch so funktioniert, wie ich mir das denke. Mensch, Hühner, also so langsam wird hier das Gatter für euch zu klein, ne? Ihr braucht unbedingt... mehr Platz. Die können wir vielleicht mal da hinten hin umziehen. Ja, das geht. Oh, wie cool. Ah, guck mal, dann hat man so eine Schublade. Ne? Also total cool. Und dann können wir hier nämlich Teppich hin, war natürlich nicht pink, sondern irgendein anderes. Und hier hängen wir dann unser Werkzeug drüber. Hier haben wir die Werkbank und so. Ja, total cool. Ah, wie cool. Das freut mich. Okay, dann können wir den Teppich wieder zurückbringen. Dann sammeln wir gleich nochmal die Eier ein. So. Und hier können wir jetzt eigentlich mal aufmachen. Zack.
Ich habe Eier. Gott, ihr seid echt viele. Ich hau jetzt die Eier da mal nicht mehr rein. Nicht, dass ich die nachher dann, dass ich so viele umziehen muss. Oder wir lassen die erstmal da und machen da das Gatter größer. Das geht auch. So, den vierten Ofen noch. Obwohl ich eigentlich, ich hätte gerne 8. Hier einen Kohle-Dings und da auch Kohle. Oder? Oder sogar 9 Öfen? Ich weiß nicht, ob wir die alle tatsächlich brauchen. Also alle Öfen, wenn wir so viele dahin machen. So, machen wir das mal so. Hm. Doch, aber ich glaube, das ist okay. Gut, okay. Allerdings ist der Part schon wieder zu Ende. Das geht hier immer echt fix die Zeit rum. Zack, genau. Halt noch was essen, sonst verhungere ich hier. Würde ich sagen, im nächsten Part kümmern wir uns dann weiter um die Werkstatt, also dass wir den Kobbelgenerator hier wieder hinbekommen. Und dann um den See und um die Wege hier mal, dass wir hier ein bisschen Struktur reinkriegen und vielleicht auch nochmal was anpflanzen können. Okay, wenn ihr auf Octria spielen wollt, Link ist in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch dann bewerben. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also bis dann. Ciao, ciao.